Räumen ist eine hohe Qualität der Werkzeuge essentiell. Sie spiegelt sich unmittelbar in der Qualität des fertigen Bauteils wider. Die schlussendliche Form eines Werkstücks wird in einem einzigen Zug mit einem mehrere Meter langen Räumwerkzeug eingebracht. Selbst bei extrem harten Materialien wie etwa Nickel-Basis-Legierungen lassen sich mit dem Verfahren hochgenaue und komplexe Geometrien erzeugen. Zum Beispiel die der Schaufelnuten an Turbinenscheiben. Bei ihnen ist höchste Präzision gefragt. Denn in die Nuten werden später formschlüssig die Turbinenschaufeln montiert. Die MTU bearbeitet sowohl kleine Scheiben mit einem Durchmesser von 150 mm für das Hubschraubertriebwerk MTR 390, aber auch 1200 mm Scheiben für den A380-Antrieb GP7000. Die Qualitätskontrolle am Ende des Prozesses sichert ab, dass ausschließlich 100%ig zeichnungskonforme Bauteile in die nächsten Fertigungsschritte gelangen.